Hallo, ich bin Matthias von Transparent Share. Heute möchte ich mal eine S&P 500 Aktie besprechen. Und zwar habe ich mir die Aktie von ConocoPhillips ausgesucht. Also wenn es dich interessiert, bleib dran. Abonniere unseren Kanal, wenn du zukünftig weitere Empfehlungen von uns erhalten möchtest. Also bis gleich. Willkommen zurück. ConocoPhillips ist als Energieunternehmen in zahlreichen Aspekten der Erdöl- und des Erdgasgeschäfts tätig. Dazu gehören sowohl die weltweite Erkundung, die Förderung, der Transport und die Vermarktung als auch die Energiegewinnung. Der Anteil an Öl- und Gasgewinnung beträgt jeweils ca. 50%. Bekannt ist das Unternehmen unter anderem aufgrund seiner innovativen Herangehensweise an Unterwasser-Ölsuch-Förderungsaktionen und wurde als das sicherste Energieunternehmen der Welt ausgezeichnet. Aufgrund der Gaskrise, hervorgerufen durch den Krieg in der Ukraine und den unzuverlässigen Lieferungen Russlands, ist es interessant, sich einmal ConocoPhillips genauer anzuschauen. Die durchschnittliche Analystenbewertung liegt derzeit zwischen Buy und Overweight. Von März bis Juni ist der Kurs von ConocoPhillips von 88 auf 124 Euro gestiegen. Das lag wohl daran, dass die Nachfrage nach LNG-Gas steigen wird. Allerdings wurde am 8.9. eine größere Kurskorrektur eingeleitet. So lag der Schlusskurs am 13.7.22 nur noch bei 82,76 Euro. Jetzt schauen wir uns mal die Kennzahlen in Transparent Share an. Die Aktie wird derzeit mit einem Rating von 8 bewertet und weist einen Abstand von 28% zum 52-Wochenhoch auf. Bis auf das Kursmomentum mit 0, dem Kursbuchwertverhältnis mit 0 und dem erwarteten Gewinnwachstum mit minus 1 werden alle anderen Kennzahlen mit plus 1 bewertet. Die Eigenkapitalrentabilität liegt bei 17,79% und wird mit plus 1 bewertet. Und das ist über dem Schwellwert von 15. Da bei dieser Kennzahl der Gewinn als Verhältnis zum Eigenkapital gesetzt wird, werfen wir doch mal einen Blick auf das erwartete Gewinnwachstum. Diese Kennzahl liegt, wie schon erwähnt, bei minus 1 und einem Wert von 16,30%. Das heißt, der Gewinn wird nächstes Jahr geringer erwartet. Das kann bedeuten, dass die Eigenkapitalrentabilität unter die 15% rutscht. Dann wäre nur noch eine Bewertung mit 0 zu erwarten. Jetzt gehen wir doch mal andere Kennzahlen durch. Die Eigenkapitalquote liegt sehr solide über 50%. Das heißt, hier wird sich die Bewertung mit plus 1 nicht verändern. Jetzt schauen wir uns mal die Gewinnmarge an. Selbst wenn die Gewinnmarge fallen sollte, liegt diese sehr weit über dem Schwellwert von 12%, und zwar bei über 30%. Auch hier wird sich so schnell nichts an der Bewertung ändern. Kursveränderungen im Vergleich zum Index schauen wir uns jetzt mal an. Also sowohl der 6-Monats-Vergleich mit einem Plus von 30% gegenüber dem Vergleichsindex, als auch der 12-Monats-Vergleich mit einem Plus von 80% im Plus liegen weit über dem jeweiligen Schwellenwerten. Die Reaktion auf die Quartalszahlen sind auch interessant. Diese Kennzahl gibt an, wie sich die Aktie am Tag der Bekanntmachung der Quartalszahlen entwickelt. Am Tag der letzten Bekanntmachung lag sie bei plus 4,89%. Es wird spannend, wie sich die Aktie am 4.8. entwickeln wird. Das ist der nächste Termin für die Quartalszahlen. Es lässt sich also zusammenfassen, dass die ConocoPhillips-Aktie aufgrund der hohen Bewertung und dem großen Abstand interessant für einen Einstieg sein kann. Hinzu kommt meiner Ansicht nach noch, dass die Nachfrage nach LNG-Gas weiter steigen wird. Wenn du mehr über die Bewertung der Aktien durch Transparent Share erfahren möchtest, dann teste uns doch einfach kostenlos und völlig unverbindlich, ohne Angabe einer Kreditkarte. Außerdem freuen wir uns immer über dein Feedback, das du uns in die Kommentare unter dieses Video schreiben kannst. Nur mit deiner Hilfe können wir uns stetig verbessern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte ein Like und abonniere unseren Kanal. Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim Aktienhandel. Bis bald!